Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir sind Corinna und Robert, beziehungsweise ich bin Corinna. Robert ist gerade mit Henry auf dem Spielplatz und ich dachte, ich nutze die Zeit mal, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, zu einer Roomtour. Wir befinden uns gerade aktuell im Dana Beach in Ägypten im Urlaub und natürlich, was darf nicht fehlen, eine Roomtour, beziehungsweise ein Roomcheck und ja, da nehme ich euch jetzt mit. Wir haben dieses Mal direkt ein Superior-Zimmer gebucht. Wer uns kennt, beziehungsweise unseren Kanal und unsere Videos, der weiß nämlich, wir waren schon mal im Dana Beach, da hatten wir ein normales Standard-Doppelzimmer, hatten aber auch im Vergleich ein Superior-Zimmer damals gesehen, 2017, und haben damals gleich gesagt, beim nächsten Mal wird es dann doch das größere Zimmer. Gesagt, getan, wir haben ein Superior-Zimmer dieses Mal und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Fangen wir einfach mal ganz vorne an. Und zwar vor der Tür. Was hier schon mal total cool ist. Die Zimmer haben eine Klingel und auch deutliche Markierungen für bitte nicht stören oder bitte sauber machen. Das Ganze kann man dann direkt hier am Eingang im Zimmer einstellen. Und dann weiß der Roomboy gleich Bescheid. Wir hatten hier nämlich ein paar windige Tage schon gehabt und da fliegt dann so ein Zettelchen an der Türklinke nicht mal eben weg. Was auch auf jeden Fall eine richtig gute Sache ist, ist diese Schlüsselkette hier an der Tür. Da kann Henry dann auf jeden Fall nicht abhauen, wenn es ihm in den Kopf kommt. Und wie ihr hier im Hintergrund schon sehen könnt, das ist der Spiegel direkt neben der Eingangstür. Was ich auch sehr praktisch finde, den Spion. Da kann man gleich sehen, wer an der Tür geklingelt hat. Und direkt neben der Eingangstür haben wir, wie man hier schon sehen kann, den Kleiderschrank mit einem mega großen Spiegel. Ich muss mal gucken, wie weit ich zurückgehen muss, damit man einfach mal sehen kann, wie groß dieser Spiegel ist. Ist das nicht der Hammer? Ja, und genauso groß wie dieser Spiegel ist, haben wir hier auch nochmal eine normale Tür und entsprechend geht groß ist dieser Kleiderschrank. Also jede Menge Stauraum, falls man doch mal länger bleiben möchte. Auf der Seite hier hat man, wie man ganz klar sehen kann, eine Kleiderstange mit Bügeln. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier, wie man vielleicht eingangs schon gesehen hat, jede Menge Fächer. Und natürlich ein Tresor, der auch im Preis im All-In inklusive ist und nicht noch extra gezahlt werden muss. Ja, das ist der Kleiderschrank und direkt gegenüber, man hat es eben schon im Spiegel gesehen, ist das Badezimmer. Riesengroß, wie wir finden, vollkommen ausreichend für uns und renoviert. Es gibt auch noch ein paar alte Zimmer im Dana Beach, die meisten sind aber schon renoviert und wir haben ein renoviertes bekommen. Ich drehe mich jetzt einfach mal im Kreis, da könnt ihr hier im Hintergrund schon mal die Duschwand sehen. So, ich mache mal die Tür zu und dann gehen wir einfach mal rein in die Dusche. Damit ihr einfach mal ein Bild bekommt, tada, wie groß diese Dusche bitte ist. Schöne Regendusche. Ich bin kein Freund von Regenduschen, aber Gott sei Dank haben sie mitgedacht. Es gibt nämlich auch eine ganz normale Handbrause und es gibt sogar noch eine Fußdusche. Das Ganze lässt sich hier drüber regulieren. Hier wird Warmwasser, Kaltwasser und Power quasi geregelt. Ja, und gleich daneben gibt es dann auch noch den Seifenspender und wie man sehen kann, Shampoo und Duschgel auch noch in kleinen Tuben. Und auch sehr praktisch direkt mit im Duschbereich die Handtuchstange, sodass man da direkt aus der Dusche sich ins kuschelige Handtuch wickeln kann. Wenn wir uns jetzt einfach mal weiter drehen, dann seht ihr, direkt gegenüber von der Duschkabine ist ja, das Waschbecken, auch wieder ein riesengroßer Spiegel, wie man deutlich sehen kann, der auch beleuchtet ist. Also auch hier nochmal zu erwähnen, es ist integrierte Beleuchtung. Also es ist ein wunderschönes Ambiente, wie wir finden. Und es ist auch ausreichend hell genug, um sich zu schminken. Und wem der Spiegel zu weit weg ist, durch diesen großen Waschtisch, der hat hier auch nochmal einen kleinen Make-up-Spiegel mit Gelenken, das heißt, man kann ihn auch hin und her schwenken und nicht erschrecken, Vergrößerung! Also auf jeden Fall für jede Sehstärke was dabei. Hier haben wir noch so eine Taschentuchbox und
Was darf in einem Badezimmer nicht fehlen? Natürlich die Toilette. Da braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, aber eine lustige, sehr lustige Geschichte, wie ich persönlich finde. Die Toilette hat ein integriertes BD. Also wer sich den Popo gerne mit Wasser sauber macht, der braucht nicht extra das Becken wechseln, sondern kann das direkt auf Klo machen. Dafür gibt es hier an der Seite diesen Regler. So, und Henry war mit Papa schön auf Toilette und am Spielen und... Es tut mir leid, ich muss immer noch drüber lachen, also ich brauche mich ja nicht entschuldigen. Tut mir natürlich nicht leid, vielleicht für Robert, weil er hat sich megamäßig erschrocken, weil plötzlich fing Henry an diesem Regler zu drehen und Robert hat erstmal eine schöne Ladung Wasser abbekommen, vor Schreck vom Klo gesprungen und Henry hat den Rest Wasser abbekommen, denn wenn man nicht drauf sitzt und diesen Regler betätigt, dann spritzt das nämlich aus dem Klo und zwar ganz schön weit, das ist bis an die Klotür gespritzt, das Wasser, also hier war alles geflutet. Sehr lustig, aber nun wisst ihr Bescheid, wofür dieser Regler am Klo ist und wo das BD ist. Was haben wir hier noch im Badezimmer? Auf jeden Fall einen Haarföhn, wie man ihn aus einer Hotelausstattung kennt. Ein typisch asiatisches Produkt. Nein, also wir haben hier den Haarföhn, der nur... Ja, genau, wir haben hier einen typischen Hotelzimmerföhn, der lässt sich über den Knopf ein- und ausschalten und hier geht es einmal... Doll und langsam. Also, man kann nur die Power regulieren, nicht die Temperatur. Wer empfindlicher Haare hat, sollte vorsichtig sein, kann heiß werden. Genau, und dann haben wir hier noch diesen wunderschönen Waschtisch mit ausreichend Stellplatz, Schubladen. Ich gehe mal runter mit euch. Hier unten schmeißen wir zum Beispiel immer die leeren Wasserflaschen hin, die wir fürs Zähneputzen benutzt haben. Weil man soll ja sich auch die Zähne mit dem Wasser aus den Flaschen putzen. Ich habe es auch mal vergessen und auch mal das Wasser aus dem Wasserhahn genommen. Ich lebe noch, mir geht's gut. Ich habe nichts. Also es, ja, muss man halt wissen, wie man das lieber haben möchte. Ob man ein Risiko eingehen möchte oder eben nicht. Aber wie gesagt, also mir ist auch nichts passiert. Ja, das ist das Badezimmer. Gehen wir einfach mal weiter. Ich denke, hier habe ich nichts vergessen. Es ist riesengroß und es ist aber voll ausgestattet. So, und wenn wir aus dem Badezimmer rausgehen, dann könnt ihr hier auch schon mal ins Zimmer einen Blick reinwerfen. Hier vorne nochmal erwähnenswert, total cool, steht immer unser Kinderbuggy und wir haben trotzdem immer noch genug Platz. Ja, findet Henry super, der läuft hier erstmal immer das ganze Zimmer auf und ab und tobt sich aus, während Robert und ich uns da mal fertig machen. So, ich drehe mich mal ein bisschen für besseres Licht. Und erzähle euch ein bisschen, was wir hier so im Zimmer haben. Eigentlich ganz einfach, wir haben hier ein Doppelbett, eigentlich zwei Einzelbetten zusammengeschoben zu einem Bett. Stört uns überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben ein 2x2 Meter Bett. Wir haben so viel Platz. Also Henry liegt quer im Bett. Und trotzdem fällt weder Robert noch ich auf einer Seite runter, sondern auch wir liegen völlig ausgebreitet im Bett. Es ist einfach herrlich. Und da seht ihr im Hintergrund schon unsere Terrassentür. Ich zeige euch auch gleich den Blick von unserer Terrasse in den Garten. Aber vorher zeige ich euch nochmal schnell den Rest vom Zimmer. So, wir drehen uns jetzt mal, warte, wir drehen uns dann mal einmal hier in die Sofaecke. Dieses Sofa kann auch umgebaut werden zu einem Kinderbett. Da Henry noch so klein ist, haben wir ihn natürlich bei uns mit im Bett, beziehungsweise wir haben sogar ein Baby-Style-Bett, aber das benutzen wir eher so als Rausfallschutz, weil er schläft einfach bei uns mit im Bett. Haben wir kein Problem mit, vor allen Dingen nicht, wenn er so groß ist. Aber ja, das kann auch nur zu einem Bett umgebaut werden. Auch das findet Henry total gemütlich und die Bilder findet er auch mega spannend. Er liebt Boote. Ja, und vor dem Sofa ist hier noch dieser schöne Teppich. Da stand auch der Tisch drauf. Den haben wir jetzt aber einfach mal beiseite geschoben. Denn ich nutze tatsächlich die Ecke auch zum Yoga machen. Und direkt neben dem Sofa haben wir hier nochmal so einen kleinen Balkon. Den haben wir aber tatsächlich noch gar nicht genutzt. Da geht es einmal raus. Das ist also wirklich nur so ein kleiner Balkon. Da könnt ihr schon mal einen kleinen Blick auf unseren Ausblick erhaschen. Gut, keine Ahnung, welchen Sinn dieser Balkon mal hatte, aber zur Not wäre da auf jeden Fall auch nochmal ein schöner Ausblick beim Aufwachen, wenn man dann auf dem Sofa schläft. Und direkt gegenüber von der Sofaecke
angeschlossen an den Schrank haben wir hier einmal die Kofferablage. Auch da genügend Platz und auch nochmal eine Garderobe, wo jetzt hier ein Bademantel und mein Rucksack hängen. Ich kann, also das Zimmer ist so riesig, ich gehe mal einfach, damit ihr eine Dimension bekommt. Also ich bin jetzt hier am Ende, wo das Sofa steht und da hinten ist die Kofferablage. Also es ist wirklich, wir können es mal zählen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, na knapp 6 Schritte. Hier oben haben wir dann noch die Klimaanlage, die wird hier ganz digital, ganz modern geregelt. Da kann man, ach, warte, kann ich es sehen? Ja, jetzt ist sie gerade ausgeschaltet. Man kann hier einmal den Ventilator einstellen und die Temperatur kann man einstellen. Und man kann auch die Stärke der Klimaanlage einstellen. Wir haben sie, wenn wir im Zimmer sind, aus und wir gehen trotzdem nicht ein. Also es ist ein angenehmes Klima hier tatsächlich im Zimmer. So, wir gehen jetzt einfach mal ganz gemütlich weiter und zwar auf Höhe des Bettes. So, hier könnt ihr dann nochmal erahnen, wie breit das Bett ist. 3 Kissen breit. Genau, und da, wo diese beigen Kissenpolsterungen in der Wand sind, da standen eigentlich die Betten. Auch hier wieder mit schönen Bildern. Ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Ägypten ist. Henry findet es natürlich toll, weil Boote. Ja, und direkt gegenüber vom Bett haben wir hier dann nochmal so einen Ablagetisch, einen Make-up-Tisch. Mit integriertem Fernseher und ihr seht es auch, hier ist wieder das ganze Zimmer mit integrierter Beleuchtung, total schön ausgeleuchtet. Man hat aber dank der Terrasse auch wirklich Licht hier im Zimmer, also wir brauchen die Beleuchtung eigentlich gar nicht. Der Fernseher hat tatsächlich auch deutsches Programm. Ich hatte es jetzt gestern einmal an, weil ich hatte mein Handy bei Robert vergessen und lag mit Henry zum Schlafen hier auf dem Zimmer. Also für diejenigen, die auch gerne mal im Urlaub Fernsehen gucken, es gibt hier auch diverse deutsche Kanäle. So, dann einmal nochmal der Blick für euch ohne mich im Bild. Also hier haben wir einen großen Flachbildschirm, auch hier nochmal einen schönen Spiegel. Und der Schreibtisch ist integriert mit 2 Schubladen, eine schöne Glasfläche und ein kleiner Mülleimer. So, was haben wir jetzt hier noch direkt nebenan vergessen? Die Minibar, ja, die gibt es hier auch, beziehungsweise einen kleinen Kühlschrank. Auf dem Kühlschrank oben drauf haben wir hier noch einen Wasserkocher, wo man sich dann morgens eventuell schon mal einen Tee oder Kaffee zubereiten könnte und ausreichend Wasser, wie ihr sehen könnt. Und das ist unser Mini-Kühlschrank. So sieht das Ganze aus. Den mussten wir tatsächlich reklamieren, beziehungsweise nicht den, sondern das Vorgängermodell, denn der war so laut, dass wir nachts nicht schlafen konnten und der fing auch irre eklig an, nach Chemie zu stinken. Aber das ist ja nichts, was man nicht tauschen könnte. Und schwuppdiwupp haben wir jetzt diesen hier. Und der ist leise, der ist stinkt nicht. Und unsere Getränke sind schön kühl. Ja, das ist das Superior-Zimmer, was wir hier haben. Wir sind im Tausender-Block. Und zwar genau in dem Zimmer 1702 im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Und jetzt zeige ich euch nochmal schnell den Blick von unserer Terrasse aus. Das sieht nämlich so aus. Tada! Wir gucken direkt auf den Spielplatz. Mit Henry ist das eine super Idee. Mehr oder weniger, weil Henry natürlich gar kein Halten kennt und einfach morgens sofort gerne auf den Spielplatz möchte. Zum Glück kriegt er die Terrassentür noch nicht auf, aber da heißt es für uns einfach schnell sein und raus. Aber genau das will man ja auch im Urlaub, ne? Man will ja nicht den Urlaub auf dem Zimmer verbringen. Ja. Das ist unser Zimmer, unser Superior-Zimmer im Dana Beach Hotel. Das war es jetzt auch schon. Ich kann euch gerne nochmal zeigen, also hier, ne, das ist eine irre riesengroße Terrassenfront. Wir gehen nochmal ein paar Schritte weg. Achso, genau, da ist die Tür. Also nur, damit ihr nochmal die Dimension des Zimmers bekommt. Ich drehe mich nochmal. Das ist die ganze Terrassenglasfront, die wir hier im Zimmer haben. Und wie ihr sehen könnt, es ist wirklich wunderbar lichtdurchflutet, angenehm. Und für wen das aber zu hell ist, der hat auch die Möglichkeit, sich hier dank Verdunkelungsgardinen 1 und Verdunkelungsgardine 2, sich das hier wirklich richtig schön dunkel zu machen, um auch morgens mal ein bisschen länger schlafen zu können. Ja, das war es jetzt aber wirklich aus unserem Zimmer und ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen. Könnt zum Vergleich ja, wie gesagt, nochmal das Zimmer aus 2017 euch angucken. Da sei aber gesagt, inzwischen sind so gut wie alle Zimmer renoviert. Also es sieht hier schon wieder einiges anders aus, aber nur damit ihr einfach mal so einen Größenvergleich habt.
Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich hole jetzt Henry und Robert und dann geht's gleich zum Essen.